Ich mache es ja praktisch bloß, damit irgendwie ein Kapitel eingeteilt ist und ja, dass irgendwie so eine Art von halt Folgen hat. Beziehungsweise früher war es ja, weil man nicht mehr als 15 Minuten hochladen konnte. So. Gut, da haben wir alles. Ach, lass ich jetzt einfach liegen. Wir steigen mal hier hinab. Ich brauche nämlich das da. Kohle. Und zwar nicht gerade wenig. Oh, Alter. Gerade wenn wir jetzt die ganzen Ziegel brennen wollen, dann geht uns ansonsten sehr schnell die Kohle aus und das möchte ich nicht. Auch weil wir brauchen ja Kohle auch noch, um zum Beispiel Essen zu schmoren. Beziehungsweise halt für Fackeln und naja, halt alles, was da so drin vorkommt. Ich hasse, dass man im Wasser gleich so gar nichts sieht, ja. Ich meine, wir hätten wenigstens sowas machen können wie mittels Fog, dass man praktisch weniger Sichtweite hat. Also, ich meine, man sieht ja was, aber halt viel zu wenig. Ich meine, damit man echt so wenig sieht, da muss das Wasser schon abartig trüb sein. Und soweit ist die Umweltverschmutzung, soweit ich weiß, noch gar nicht einfach schon. Nein. Arschloch. Das da wollte ich. Scheiße. Aha, wenn ich nur wüsste, bis wo das geht. Reicht das schon? Perfekt. So, es ist ja aber gleich dunkel drin, ne? Daran habe ich jetzt gerade gar nicht gedacht. Gehen wir mal schnell wieder raus. Uah, fuck. Das hat gerade weh. So, wo ist denn das Zuhause da? Dieser fucking Kack-Arsch, Bitch mit dem Nutten-Arsch. Worum geht's? wo ist denn jetzt unser Rottenfleisch da? Übrigens kann man damit auch Hunde füttern. Bei Minecraft. Das kenne ich aus einem Let's Play. Ich weiß allerdings nicht, ob sie auch funktioniert. Vor allem bringt uns das noch gar nicht, weil wir gar keine Halsbänder haben. Das Zeug ewig, Alter. Ist ja nicht mehr auszuhalten hier. Wo ist unser ganzes Clay? Ach, wir haben schon 49. Das heißt also, wir können uns jetzt 10 von den Dingern machen. Gut, aber vorher gucke ich, ob man damit noch was anderes machen kann. Aus diesen Dingern. Ich hätte gerne echt schon was richtig Edles als Boden. Ich meine, gut, als Boden können wir sowieso Holz nehmen. Das brauchen wir eigentlich bloß für die Decke zum Beispiel oder für die Wände. Da würde ich das doch schon gerne nehmen. Von daher können wir das eigentlich schon sogar machen.
Na gut, okay. Also, wir haben Holz. Ein bisschen. Wir brauchen mehr Holz. Ganz viel Holz. Dankeschön. Dankeschön. So, das kommt da rein. Und, das ist ein Witz. Können wir lassen. Brauchen wir noch nicht. Alter, ich fick deine Mutter. Komm her. Jetzt ist mir hier alles egal. Na ja, komm her. Wir könnten uns übrigens mal ein Stahlschwert machen. Fällt mir gerade ein. Dafür haben wir doch ganz extra den Stahl übrig gelassen hier. Hä, wir haben noch einen? Moment mal, nee, da stimmt irgendwas nicht. Wir hatten mehr. Wir hatten viel mehr. Okay. Hatten wir nicht mehr Eisen? Ach Quatsch, ja, hier, ungeschmortes. Nein, ne. Wow, das ist natürlich. Oh, ja. Arsch. Dankeschön. So, wollen wir uns das Zeug? Das reicht zumindest schon mal für eine brauchbare Rüstung. Rüstung können wir uns da. Hose geht, glaube ich, großes U. Ja. Kleines U war dein Helm. Genau. So, Hemd war. Nein. Aha, okay. Was gibt's noch? Hose, Helm. Achso, Schuhe. Klar, Schuhe. Aha. Na, doch, sehr intuitiv. Das Einzige, was ich nicht mehr weiß, ist Schild. Aber Schild gab's hier, glaube ich, gar nicht. Schild gab's nur bei Minecraft. Quatsch. Bei Mindtest. Also bei dem Vanilla-Mindtest. Da gab es noch ein Schild und das ging dann nämlich so hier. Aber haben wir ja nicht. So, jetzt haben wir zumindest Rüstung, wenn auch sehr, sehr einfache Rüstung, aber in manchen Fällen besser als gar nichts. So, mal gucken, wie weit der Ofen ist. Das ist echt ein Traum, Alter. Das ist echt ein Albtraum. Bis wir hier einigermaßen Fortschritt haben, das dauert ja ewig. Gut, jetzt haben wir genau 64, also ein Stack. Ich fange da mal langsam an. Achso, wir haben noch 7 übrig. Wow. So, okay. Ihr kommt nach. Na, wo denn eigentlich? Da. Hä? Was ist jetzt los? Leck mich. Hä? Nee. Hä? Egal, nicht hinterfragen. Einfach weitermachen. Alles andere wäre intuitiver Selbstmord. So. Der Boden ist Lava. Was? Scheiße. Okay, jetzt leck mich. Digga, wie lange braucht denn der? Was ist denn hier hinter? Ach so! Da ist so ein fucking Fucker hin. Tja. Digga, der hat mir gleich alles hier abgezogen. Ah, geht. Hält ganz schön lange. Ich war gerade irgendwie auf Dumm-Niveau, wo die Rüstung gleich komplett tot ist. Hä? Hier geht's gar nicht runter. Aber wo ist denn hier unser Freund? Ist der hinter ein Loch oder was? Alter, sag mir nicht, dass hier hinter ein Loch ist. Also sind Hunde. Wie kommen die denn dahin? Wollt mich eigentlich gerade verarschen? Ihr seid doch krank, seid ihr doch, Alter. Ist doch krank, ist doch sowas. Krank, ihr Alter. Wo, die Kuh wird auch eingesperrt? Hat sie verdient? Ja doch. Also müssen wir mal überlegen. So, das ging nach da. Hier unten ist der Boden, das heißt, hier geht's weiter. Ach. Ich würde das dahinter doch lieber gerne ausgefüllt wissen, damit ich weiß, dass da keine ungebetenen Gäste spawnen. So.
Na komm. Genauso wie da. Reicht schon. Okay, jetzt kommt das und dann das. Muss ich überlegen, hier kommt zwei hin und dann geht's hier weiter. Wow, und schon sind Dinger leer. Ah. Scheiße. Alte schwarzen Riesendinger da. Wie auch mal die heißen. Es wird schon wieder dunkel, ich glaub's ja. Wir brauchen mehr Öfen. Leute, wir brauchen mehr Öfen. Das geht doch nicht. Dankeschön. Und ab in die Haie. Ab in die Haie. Oh, Alter, ernsthaft jetzt? Diesen Fehler finde ich voll witzig, mit dem, dass man hier den rumsladert. Ja, genau. Alter, okay. Hauptmenü. Einstellungen. Gucken, ob man das deaktivieren kann. Kreativ, Blocks, Dwarf, Keep Inventory, Death, Message, Change, Spawn, Peaceful, Spawn, Drop, Red, Night, Experimental, Classic, Spawn, Limited. Hä? Achso, kann man echt. Interessant. Na gut. Was ich persönlich suche, ist, dass diese komischen Dinger auch mal helfen, da die Welt verändern. Aha. Dankeschön. Auf Deutsch, wenn aktiviert, Tiere können nehmen, platzieren, verändern und zerstören von Blöcken um sich herum. Wäre praktisch frei übersetzt, als solche Übersetzung frei. Heißt also, Tiere können Blöcke um sich herum nehmen, verändern, platzieren und zerstören. Wobei mit dem Destroy wird jetzt wahrscheinlich auch die Creature deaktiviert. Dass diese Blöcke um sich herum zerstören können. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, sondern einfach nur die anderen Dinger da. When I play with one is about to end as learn to start on a normal spawn. This thing is only with its startup. Ist egal. Es gibt Night and Sleeping, ist richtig. Classic Superflat Map Generator aktiviert. Creative Modus, Fire, Flame Sound, Block Health Drops. Keep Inventory on Death. Show Death Message, Change Weather. Das könnte man wirklich raus. Ja, nee, Regenschalter soweit nicht. Natürlich Spawn. Ja, alles andere kann nicht bleiben. Gut. Dankeschön. Damit wir diese scheiß Viecher nicht über die ganze Map zerstören. Echt mal. Kein Respekt mehr vor den Werten der anderen. Ah. Sowas hätte es zu meiner Zeit nicht gegeben. Zu meiner Zeit gab es noch Anstand und Ehre. Und Anstand. Und Ehre. Aber darf ich hier erstmal aufräumen? Danke dafür, Wichser. Guckt euch das an hier. Alter. Wie kleine Kinder. Ich glaube es einfach nicht. Arschloch. Wie kleine Kinder. Ich will bloß noch, dass es hier irgendwo in der Sandburg steht. So, wo war jetzt die restlichen zwei her? Wir sie noch was zerstört haben. Egal, ich schau dich gleich, bis du blutest. Du Arsch. Na egal, also ich das mal so. Aufwand tut jetzt hier erstmal sonst weiter nichts. Wie gesagt, das Wichtigste ist, dass er da nicht unser Haus zerstört. Ich meine, wo können wir denn hin? Lalalala. Wo kommen wir denn dahin, wenn es so weitergeht? So, das haben wir. Jetzt kommt hier ein bisschen Zeug rein. Mehr haben wir gar nicht. Interessant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 16 da. Oder sind 30? Na gut.
16 kommen nach da. Dafür braucht er, glaube ich, 2 von den Dinger. 16 kommt da, da brauche ich auch wieder 2. Dann kriege ich hier bitte schon noch 2. Dankeschön. Und die 16 kommt da rein. Da kriegt er auch wieder 2. Perfekt. So. Multitasking, Bitch. Yay! Woo! 3 Stück mit einmal bekommen. Das ist echt nice. Jetzt hat er bei dir gespawnt oder bei dir hier gedockt oder was? Ach, leck mich doch, du analphabetischer Arschficker. Bitch, Kanacke. Drecksgeburtkanal, Destroyer hier ist doch nicht mehr normal. Oh Gott, wo kommen wir denn da hin, wenn das jeder machen würde? Willkommen in Berlin, du Bitch. Einer reicht. Also auch ihre Verschwendung. So, hier haben wir schon mal. Haben wir wieder ein bisschen was? 40. Das heißt also jeweils immer 10, dann passt das genau. Und wir haben wieder 10 Blöcke, die wir verbraten können. Gut. Das heißt, die Kuh einfach. Ich bring dich sowas von um. Dure. Ist das überhaupt richtig? Ja, doch, ist richtig. Aber ich schätze mal, wir brauchen noch viel mehr Leben. Und damit auch viel mehr Kohle. Weil die Kohle hier, die reicht ja kaum noch. Zum Atmen. Wobei, wir haben noch. Obwohl, doch, geht eigentlich sogar noch. Es geht tatsächlich. Wir brauchen eigentlich bloß Lehm. Vor allem, da wir ja so schön viel verschwendet haben. So, wo ist unsere Erde? Wow, dreimal Erde. Das bringt jetzt auch. Ja. Na, hallo? Da! Du Arsch! Vor allem habe ich auch nicht zu weit von den Dingern wegbewegen. Ansonsten schalten sie ab und dann wird die ganze Zeit neu berechnet und jetzt alles am Arsch. So. Okay. Jetzt hier Special. Der bekommt nochmal einmal Kohle. Sobald er mit den 3 fertig ist, darf er dann wieder. Kann er dann gleich mal mit Fleisch weitermachen. Raw Beef. Klingt lecker, ist auch lecker, soweit ich denke, dass ich denken kann. Kann ich denken? Oh, der andere ist auch fertig. Sehr schön. Gut. Das sieht tatsächlich gut aus. Oh, der hält ja doch viel länger, als ich dachte. Kann ich da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr backen. Danke. Schmeiße ich da einfach mal alles rein. Passt. So. Gut, danke. Ah, hat genau gereicht. Gut, habe ich jetzt nochmal 60. Viel zu wenig. Das ist ein absoluter Witz. Ganz ehrlich, das ist richtig ein Witz. Da kann ich genau gar nichts mitmachen. Das reicht vielleicht für eine Reihe rum. Das reicht weder für die Decke, aber ich sag mal so, es fehlt nicht mehr allzu viel. Also es ist zumindest ein Ende in Sicht. So, einmal haben wir noch. Den behalte ich in Erinnerung. Der wird mich immer daran erinnern, wie schlecht wir sind. Achso, siehst du, ich kann gleich mal den Fußball machen. Wenn wir schon mal dabei sind. Danke. Einfach diese Kuh. Ah Gott, Alter. Ah, fuck. Herkommen. So, damit mich die Kuh dann nicht früher oder später irre macht, werde ich sie einfach mal umbringen. Dankeschön.
So. Hier kommt dann auch Holz hin. Oh, fuck. Hier. Und dann brauche ich jetzt noch 6 Mal Holz, um 2 Türen zu bauen. Hoffentlich kriegt man auch 2 Türen. Ne, man kriegt 3. Wow, wie einer verschwendet. Eine, die ich niemals verwenden werde. Die ewig in meiner Kiste rumliegen wird. Nein, von außen. Einmal mache ich sie von. Ich glaube, ich mache sie sogar von auf der Seite. Also, dass hier draußen ein bisschen Lücke bleibt. So, das sieht dann allerdings schäbig aus. Das kommt beides weg. Und da kommt auch nochmal sowas hin. Danke, danke. Bam und bam. So, da sieht doch schon mal scheiße aus. Das sieht richtig scheiße aus. Das sieht auch scheiße aus. Gut, dann kommt das hier weg. Und da kommt der Sand hin. In der Hoffnung, wow, dass das dann besser aussieht und ich überhaupt Sand bei habe. Was natürlich wieder nicht der Fall ist. So, Sand, Sand, Sand. Dankeschön. Das sieht schon besser aus. Okay, jetzt brauche ich Fackeln. Damit das Ganze auch schön beleuchtet ist. Ha, das sieht doch gut aus. Machen wir es hier rein. Da kann man die Tür natürlich falsch. Alter, ich krieg mir gleich eine. Wo ist denn meine Axt? Habe ich keine. Fuck. Wie zum Fick kann man jetzt die Tür so platzieren, dass sie hier hinten rangeht? Ich krieg die Krise. Auch nicht. Wollte ich das gerade verarschen? Ja, kriegt er, kriegt er. Umschalt. Nein. Ach, das ist doch bescheuert. Gut, halt, aus, Feierabend, finito. Schraubendreher. Es gibt irgendwie so ein Tool, mit dem man Sachen verändern kann. Das Ding heißt Schraubendreher und wenn ich den nicht gleich finde, raste ich aus. Wo ist denn der? Hallo, Erde an. Schraubendreher.exe. Bitte komm hin. Hallo? Das Screwdriver geht auch nicht. Das ist doch behindert. Wollen mich jetzt alle verarschen? Da ist schon mal die Schere. Hier ist nichts. Torch, Schere bringt dann nichts. Ja, wow, ist natürlich wow, ist also wow, ist wow, wow, ist wow, 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 what the fuck? Was zum Hölle? Warum? Nein! Ach Gott, Alter, ich sterbe hier noch wieder wegen der Dummheit von mir selber wahrscheinlich. Schnell ins Bett! Bevor die bösen Menschen kommen. Wo bin ich denn jetzt hin? Einmal bis am Strand und zurück oder was? Danke. Gott damn it. Was ist hier drin? Danke, danke. Ach, das bin ich.
kann doch nicht sein, dass das hier mit der Tür nicht funktioniert. Das gibt's doch gar nicht. Gut, ich versuche jetzt erstmal einen Schraubendreher irgendwie hinzubekommen. Weil ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es einen Schraubendreher gibt. Ich weiß nur nicht, ob es das nur bei Vanilla Mindtest gibt. Ja, wahrscheinlich. Ah, gibt's nicht. Ach, scheiße. Fuck! Was macht der jetzt so? Das kann doch nicht wahr sein, dass ich... Das ist doch nicht mehr normal hier. Ich meine, bitte was? Störtaste geht auch nicht. Alt-Taste geht auch nicht. Gibt es dazu mal irgendeinen Hilfetext? Türen, da. Ja, kein Hilfetext. Das ist behindert. Das kann aber nicht wahr sein, ganz ehrlich. Ich meine, was ist denn das? Ich krieg eine Macke. Ich bin so eine Macke. Gut, zuerst auf der Seite platzieren geht auch nicht. Das gibt's nicht. Gibt es noch welche anderen Tasten, die man dabei drücken kann? Nee, ne? Na gut, okay. Das soll erstmal für die Folge gewesen sein. Operation Türbauen ist erstmal gescheitert. Ich werde mal im Forum nachgucken, ob man da irgendwie was findet. Von daher, bis dann.